Moses, was du angesprochen hast, Epheser 2, Vers 8 bis 9, das sind Verse, die man manchmal vielleicht so runterrattert, weil man die einfach auswendig kennt, sind schöne Verse. Und manchmal macht man sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken darüber, was man da alles für tolle Wahrheiten rauslesen kann. Und was ich auch gehört habe ist, ja, aber Glaube ist doch auch ein Werk. Glaube ist doch auch ein Werk. Aber es ist ein Werk, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Macht Sinn, oder? Natürlich. Okay, aber was sagt die Bibel wirklich? Epheser 2, Vers 8 bis 9 ist ein Parallelismus. Also er sagt zweimal das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Das ist nicht einfach nur ein Stilmittel, das ist nicht einfach nur Poesie, sondern die Bibel erläutert uns damit auch mehr, was das bedeutet. Also sie nennt uns dadurch einfach mehr Details. Also was bedeutet das? Denn aus Gnade seid ihr errettet. Das bedeutet, und das nicht aus euch. Durch den Glauben, was bedeutet das im Kontext nicht aus Werken? Also der Glaube wird den Werken gegenübergestellt. Wie kann man dann sagen, dass Glaube ein Werk ist? Das macht keinen Sinn. Oder wie ist das mit dem Beispiel, ich gehe aufs Amt, um Hartz IV zu beantragen. Habe ich mir deswegen wirklich das Hartz IV verdient? War das wirklich ein Werk, das ich da getan habe? Im Sinne von Verdienst? Einfach nur, weil ich es beantragt habe? Oder habe ich deswegen das ewige Leben verdient, weil ich es entgegengenommen habe, weil ich Danke gesagt habe? Das macht keinen Sinn. Glaube ist kein Werk. Glaube ist Glaube. Es wird den Werken gegenübergestellt.